Hallo, herzlich willkommen, moin moin, liebe Zuschauer, Let's Play Landwirtschaftssimulator 2015. Heute mal wieder Schnapszahl, 333. Folge. Also, was machen wir Schönes? Wir ducken uns erstmal. Wir haben ja, wie ihr in der letzten Folge vielleicht gesehen habt, dieses Feld hier schön gemäht. Rennen wir mal lieber. Sehen wir genau anders, das ist komisch. Ja. Dieses Feld fertig gemäht, was wir jetzt einfahren wollen. Dafür steht der Traktor da hinten. Da rennen wir jetzt aber nicht rüber, das machen wir einfach so. Das wollten wir mit diesem Gespann hier machen. Mir gefällt das ganz gut. Könnt ihr mal Kommentare hinterlassen, ob euch dieses Gespann auch gut gefällt. Oder hätte ich einen anderen Traktor nehmen sollen oder einen anderen Mod. Könnt ihr einfach mal einen Kommentar hinterlassen, wenn ihr Bock drauf habt. Wenn nicht, nicht. So, Ladewagen anschalten. Und wahrscheinlich müssen wir den auch noch senken, oder? Pickup senken, genau. Dann gucken wir mal, wie schnell wir einfahren können. Und vor allen Dingen, wie viel wir hier nachher rauskriegen. Und dass wir nicht zu viel liegen lassen. So passt das. Ja, ein bisschen schlängeln. Passt. Na, wir gucken mal lieber nach vorne, ne? Das könnte man eigentlich auch mal von drinnen fahren. Dann kann man sogar fast noch ein bisschen besser das Ganze kontrollieren, finde ich. Ja, man sieht natürlich nicht so gut. Aber wir sehen 30% gefüllt gleich. Schon. Das wird uns auf jeden Fall ein bisschen Ertrag bringen, das Ganze. Und was schön ist, das Einfahren geht auf jeden Fall ein bisschen schneller. Ich sehe gerade ja gar nicht mehr so viel Sprit. Wir müssen nachher, haben wir glaube ich immer mal festgestellt, als wir den da hingefahren haben, für etlichen Folgen, wir müssen den bald mal tanken. Aber das können wir hier vorne gleich am Hof auch. Fährt zwar ein bisschen schneller als der Mäher, aber da muss man natürlich auch überlegen, wir müssen ihn immer abladen. Aber man kann dann zumindest jetzt gleich schon mal abschätzen. 10 Ladungen. Ich entscheide mich dann doch für ein kleineres Sil, einen kleineren Silageberg. Der wird dann aber wahrscheinlich ganz gut gefüllt kriegen. Das passt ganz gut soweit. Ein bisschen zu weit jetzt rübergekommen. Oh, voll schon. Ja, dann geben wir mal Gas und fahren mal. Das ist doch ein bisschen mehr, ne? Fahren wir nochmal querfeld ein. Ja, ich weiß nicht. Machen wir es jetzt hier vorne einfach. Wir gucken mal, wie gut die Performance ist. Aber wenn sie Mist ist, dann haben wir den Salat. Ich bringe das mal hier hin. Versuchen wir mal, den voll zu machen hier. Ups. Soll das eigentlich auskippen und nicht abkoppeln? Auskippen oder abkoppeln? So, was ist denn jetzt hier? Pickup auskippen. Taste Q. Geht auch. Ja, okay, hat auch Laderuckler. Ist auch nicht mal gestückelt. Ist nur ein großer Berg. Ja, furchtbar. Die Laderperformance von diesen Silagen ist nicht gut. So, weiter geht's. Kurze Unterbrechung. Der Postmann war da.
Ja, auf jeden Fall abgeladen in der Zwischenzeit. Wir können jetzt oder noch nicht. Ja, also mir gefallen die Silos nicht so gut, muss ich sagen. Ich meine, die Optik ist mal was anderes. Eine Textur, müssen wir gleich nochmal drauf achten. Es ist aber auch deutlich zu schnell gefüllt, finde ich. Also eindeutig zu hoch. So, machen wir einfach mal hier weiter. Muss ja nicht immer so weit wegfahren vom Hof. Ja, jetzt haben wir gleich ein bisschen was Kurvigeres vor uns. Wir fahren jetzt sozusagen wieder entgegen der Spur, die wir gerade eben angefangen haben. Ja, warte, Geschwindigkeitstaste ist auch. Jetzt brauche ich mich nur um Lenken kümmern. Das muss reichen. Geschwindigkeit geben und lenken ist zu viel für mich. Das geht nicht. Aber wenn wir denn das hier gleich fertig haben, gleich in Anführungsstrichen, aber wenn wir das hier fertig haben, können wir wieder ein bisschen Wachstumsbeschleunigung machen, damit sich auf den Feldern hier mal ein bisschen was tut, die Landschaft schön grün wird und dann eben bald schön reif ist, damit wir dann wieder ein bisschen dreschen können, ein bisschen ernten. Das ist immer das, was mir mehr Spaß macht eigentlich. Das hatte ich hier jetzt so die Biogasanlage mal ein bisschen zu testen, aber naja. Was mich mal interessieren würde, wenn jemand von euch die Map auch zockt, habt ihr auch diese gleichen Laderuckler oder habt ihr einfach vielleicht einen besseren Rechner, dass alles reibungslos verläuft und ihr gar nicht wisst, was ich habe sozusagen, wenn ich durch die Silageberge fahre. Kriegen. Ist schon wieder gleich voll. 75% schon wieder gefüllt. Schaffen wir das nicht mal ganz bis zu dem Anfang, den wir gerade eben gemacht haben. Müssen wir mal ein bisschen rausfahren. Ja, schon wieder voll. Dann fahren wir mal hier quer rüber. Machen wir unten wieder weiter. Mal sehen. Hä? Ist eine unsichtbare Kollision? Oder ist das einfach nur ein Wuppel im Boden gewesen? Ich muss das nochmal testen. Ja, hier muss eine unsichtbare Kollision sein. Okay. Muss ich mir mal angucken. Das ist echt ärgerlich. Eigentlich muss ich mir am ehesten aufschreiben. Sonst verdrängt man das wieder, wenn man das nicht gleich bearbeitet. So, jetzt sind wir hier wieder angekommen. Ah, schon wieder abgekoppelt. Aber wir haben das Fahrrad auch schon wieder angekoppelt. Ja, es ruckelt leider. Es tut mir leid. Vielleicht sollte ich ihn einfach stehen lassen, dann fällt das nicht ganz so auf. Aber da wir eh wieder runter müssen vom Berg,
Und der ist auch echt so schnell voll, ne? Also wie hoch der jetzt schon ist, dafür, dass wir erst 100.000 reingekippt haben und der zu 5% gefüllt ist. Das sieht ja cool aus, finde ich, ne? Aber Laderucklermäßig ist echt scheiße. Also gefällt mir nicht ganz so gut, muss ich sagen. Gefällt mir eigentlich gar nicht. So, mach leer jetzt. Schnell weg hier. Aber hier haben wir gar keine Einfahrt, dann fahren wir mal unten rum. So, machen schon mal an und runter. Jetzt hier eigentlich mal weitermachen. Dann schließt sich nämlich gleich der Kreis. Und wenn ich einigermaßen am Plan bleiben, dann glaube ich, lassen wir nachher wahrscheinlich die Hälfte auf dem Feld liegen. So, oh, schon wieder blöd. Jetzt müssen wir einmal hier eine Scharfkurve drehen. Kriegen wir gar nicht so hin. Müssen wir da irgendwie wieder raus. Ups. Hier soll es nämlich weitergehen. Ja, hier sind wir mal ein bisschen gegen den Zaun geditscht, deswegen sind das hier solche blöden Versatzdinger, die wir ja gar nicht ganz einsammeln können und deswegen jetzt immer hin und her stoppen. Nee, muss nicht sein. Das ist so schon mehr, als ich geschätzt hätte. Das ist auf jeden Fall schon mal absehbar. Lohnt sich denn doch? Steckt ja da ein bisschen Geld drin, wenn wir das in die Biogasanlage kippen? Ich glaube, es ist auch eine Direktverkaufs-Biogasanlage. So, ich wollte gerade sagen, wir sind einmal rum, sind wir aber eigentlich gar nicht. Denn wir haben ja nicht komplett da angefangen. Oh, jetzt haben wir hier so ein blödes Stück übergelassen. So, dann fahren wir hier nochmal wieder zurück. Überlassen von der kleinen Spur. Müsste man nur sehen, dass die beiden Vorderräder einigermaßen im Hohen sind. Dann kann man auch sicher sein, dass man alles mitkriegt. Sofern die Spur nicht zu breit ist.
Schaffst du es noch? Ja, muss ich ja gerade schaffen. Ja, gerade so, ne? Sind wir schon wieder voll, dann würde ich sagen, war es das für diese Folge. Leben wir gleich in der nächsten Folge aus. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Würde mich natürlich freuen, wenn ihr weitere Folgen sehen wollt, einen Kommentar oder ein Like hinterlässt. Und ja, dann bis morgen. Tschüss.